Servus Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zur Rennfahrerkarriere. Formel 4 aus Spielberg vom Red Bull Ring hier in Österreich. Qualifying war so ziemlich durchwachsen, ehrlich gesagt. Die Runde, also ich fand sie nicht gut, aber sie war jetzt auch nicht so schlecht, dass wir letztendlich irgendwo hinten auf Platz 15 oder so gelandet sind. Also, Moment, war das gut? Nein. Ich glaube, das hat keinen Sinn ergeben. Also, wir sind auf Platz 15. Die Runde war zwar nicht gut, aber sie war auch nicht so schlecht, fand ich. Also, nicht so schlecht, dass wir. Also für Platz 15 war sie gut. Moment, das ergibt auch keinen Sinn. Ist ja auch scheißegal. Also, wir sind auf jeden Fall irgendwo hinten. Runde war, naja. Hab hier und da was liegen lassen. Insbesondere letzte Kurve habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil. Davor die zwei Runden wurden mir gestrichen, weil ich bei der letzten Kurve zu weit rausgefahren bin. Deswegen habe ich da versucht, ein bisschen enger zu bleiben. Hat dann vielleicht nochmal eine halbe Sekunde gekostet. Und auch hinten rechts jetzt, also da in der Kurve, da in der, bei den Bullen. Auch da sind mir die Räder stehen geblieben und ich bin ein bisschen gerutscht. Aber dann gibt es halt eben eine Aufholjagd. Hoffe ich mal, dass ich unter die Top 8 komme, dass wir dann im nächsten Rennen von vorne starten. Und ja. So viel dazu. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Ich will nämlich gleich noch eine Runde Kingdom Come Deliverance aufnehmen. Gut, ihr seid jetzt vielleicht weniger das Publikum, aber ist ein cooles Spiel. Wer Lust hat, kann gerne mal reingucken. Ist Mittelalter-Rollenspiel und ja. Also wie gesagt, wir... genau hier. Lange nicht mehr gespielt hier. Ich hatte die letzten zwei Folgen ein bisschen zeitgleich aufgenommen. Und hier war jetzt ein bisschen Zeit dazwischen. Also 15. sind wir von 20. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also stehe ich genau hinter der Carbon Area. Ja, das kann ja was geben. Aber ich gebe mein Bestes. Hoffe jetzt auf einen guten Start, dass wir da direkt schon mal ein paar Autos vorbei können. Ist natürlich so, bei den Autos hier mit der wenigen Motorleistung müssen die Kurven echt gut erwischen. Gerade Kurve 1, Kurve 2, damit du auf der Geraden schon viel Schwung mitnehmen kannst, weil... Ansonsten berghoch, da kommt nicht viel. Also bei 205, 206 ist Schluss. Vielleicht mit Windschatten 210, aber also da ist wirklich nicht viel zu holen auf der Langgeraden. Deswegen musst du die Kurven hier umso besser erwischen. Und das wird, denke ich mal, der Schlüssel zum Erfolg sein heute. Und morgen natürlich auch. Aber jetzt gucke ich erstmal, dass ich einen guten Start hinbekomme. Und dann hören wir uns nach den ersten paar Runden wieder. Also, viel Spaß. Okay, Toby, get ready. Go, go, go! Yellow flag, stay sharp. Spinning your right rear, coming out of turn two. Okay, Toby, let's see what we can salvage from this, mate. Ahead is now 1.2. B18.
Toby. Keep it nice and smooth. Come on, let the race come to us. P16, good lap. That's your quickest today. Sector 2 is 0.8. Off the pace. Alright Toby, the next car is Ulmer. Gap 2, Edwards behind is now 0.6. Place. You've just done a 134.42. You've got 10 minutes left. 10 minutes to go. Turbulente Anfangsphase. Also zuerst habe ich gedacht, ich hätte mich in Kurve 2 selbst gedreht, aber der Schlag war so hart, da muss mir eine... Ja, mir muss eine aufs rechte hintere Rad gefahren sein. Da selbst durch hier so einen Curb kommt das Auto nicht so ruckartig rum. Gut, vom letzten jetzt wieder auf 15 vorgefahren. Aber ich glaube, das mit den Top 8 kann ich erstmal knicken. Aber Top 10 wären schön. Weil gerade hier vorne die zwei Streithähne halten sich ein bisschen auf. Und davor die zwei sind auch miteinander beschäftigt. Könnt also klappen. Last lap was at 134.65. Sector 2 is 1.1 seconds off the pace. Hier musst du gut rauskommen, aber das war jetzt auch nicht optimal. Sector 2 is clear. Schon wieder eine Pirouette hingelegt. Da war mal wieder das Problem mit den KIs in den Kurven. That's halfway. Gut, und das war auch meine Schuld. Aber es kann doch nicht sein, dass die KIs in den Kurven so langsam sind. Also, ich sag mal so, Race Room ändert ja meistens oder ändert überwiegend die KIs in den Patches, in den großen. Also mit jedem neuen großen Patch kommt irgendeine Änderung in der KI und manchmal sind die richtig gut und manchmal sind die echt kacke. P19, push now. We need more speed. Manchmal denkst du dir, so ist die KI ideal,
Dann ändern sie wieder irgendwas, dann fahren sie wieder zu langsam in den Kurven, so wie jetzt zum Beispiel. Dann ändern sie wieder irgendwas, dann fährt die KI in der Perlenkette und kämpft nicht miteinander, so wie das bei der Formel 2 damals war, in der anderen Karriere, wo ich World Series bei Renault genannt hatte, die zweite Saison. Das war ja richtig langweilig, da ist die KI ja nur hintereinander hergefahren. Ich will nicht sagen, dass das wieder ein Kackwochenende wird, aber zumindest der erste Tag ist durchwachsen. P18, that's your fastest lap today. You're a second off the pace in Sector 3. Jetzt habe ich mal ein bisschen Platz gelassen zu ihm hier. Okay, Toby, stay close. Wait for him to make a mistake. He's pretty slow in Turn 2. Weil was auch blöd ist, in Turn 1 fährt die KI immer ziemlich mittig oder ziemlich weit rechts. Obwohl das der größte Fehler ist, den du hier machen kannst, weil das halt komplett die scheiß Linie ist. We see a minor wear on your left front. Und da links musst du von dem Riesenkörb wegbleiben, weil die Autos sind so flach, das dreht sich komplett rum. Gap 2, Edwards in front is now 1.1 seconds, 16th place, that was 134.63. How's my pace? You need to get back on it, we need to shave off a second or so, you're a second down in Sector 3. Also Sektor 3 ist meine Schwachstelle. Ich fahre eine Sekunde langsamer als die Spitze. Aber ich will morgen wenigstens wieder von 15 starten, das heißt, den da muss ich noch überholen. Ja, ich weiß, das war nicht die ideale Stelle, aber ich habe mir gedacht, wenn ich dahinter bleibe, fahre ich den wieder drauf. Jetzt mit Windschatten.
Ich habe einen Platz gelassen. Vor der Bremszone wollte ich mal ein bisschen nach rechts. Mal gucken, was er macht. Lieber bei Stur. Aber in der Rechtskurve dann genug Platz gelassen. Alles fair. Ja gut, noch 40 Sekunden, also noch eine Runde. Da vorne sehe ich die zwei wieder. Aber das gibt nichts mehr. 15th place. Sector 3 is 0.9 off the pace. One more lap to go. Deswegen bringe ich die eine Runde jetzt noch hinter mich. See minor wear all around. Okay, ich habe jetzt nochmal eine Quali-Zeit versucht, aber komme nicht an meine Bestzeit ran. Okay, it's over. Ja, das ist enttäuschend. Schon wieder das dritte Rennen jetzt, was wir durch... Okay, in den ersten beiden waren es eigene Fehler, hier weiß es jetzt nicht. Also der Dreher in Turn 2, der war auf jeden Fall nicht meine Schuld. Da wurde ich gedreht, der Schlag war so hart, das kann nicht durch den Körper oder so gekommen sein. Das war auch kein Power-Oversteer. Und gut, dann Der zweite Dreher hätte vielleicht nicht sein müssen. Aber gut, da machst du nichts. Da hilft auch kein Gegenlenken. Die Kurven sind halt tückisch. Da werden die Autos mal leicht, wenn es da über die Kuppe geht. Und hier, die haben sowieso kein Gewicht. Dann reichen halt 160 PS, um den Karren mal rumzudrehen. Aber ich greife morgen wieder an. P15, also selbe Ausgangsposition wie heute. Da ist auf jeden Fall ein Punkt drin. Also das kannst du mir nicht erzählen, der sich da nicht besser als Platz 15 wert. Aber gut, morgen wissen wir mehr, morgen sehen wir weiter, dann kommt nämlich das zweite Rennen hier aus Österreich. Bis dahin, macht's gut, halt die Wurst hoch, ciao.